up and take the rub, that's it too flat. Hey Leute und willkommen zum angekündigten Beta-Let's Play von Star Wars Battlefront 3. Und ja, ich kann euch ja erstmal sagen, was es so in der Beta gibt. Die ist für alle zugänglich, die könnt ihr mit Origin kostenlos herunterladen. Die geht bis zum 12. oder 13., wenn ich mich recht erinnere. Es kann aber auch sein, dass die etwas länger geht. Und ja, ich kann euch ja mal sagen, was es erst alles gibt. Also ihr findet euch halt in diesem Menü wieder. Und ja, dann habt ihr einmal die Auswahl zwischen Missionen und Multiplayer. Die Beta ist übrigens in Englisch, also die gibt es nicht in Deutsch. Und ja, hier gibt es dann noch so ein bisschen Werbung, wo man sich hier anmelden kann oder wo man die Deluxe Edition vorbestellen kann. Und ja, hier kann man dann zwischen Multiplayer und Missionen auswählen. Ja, hier gibt es dann noch so Sachen, hier kann man, wenn man ein bisschen Multiplayer oder Mission gespielt hat, kann man sich hier solche sogenannte Star Cards freischalten. Die gibt es dann halt mit dem Rang. Ich bin jetzt zum Beispiel Rang 2, habe jetzt hier schon die Granate freigeschaltet. Und wenn man halt die Ränge aufsteigt, dann kann man die Karten halt freischalten. Die muss man dann mit seinen Credits kaufen und kann die dann unter Hand ausrüsten. Glaube ich zumindest unter Hand. Ja, müsste richtig sein. Und ja, hier unter Blasters kann man noch, wenn man die Ränge aufsteigt, sich neue Blasters kaufen. Die kann man dann, muss man halt trotzdem alle noch mit Credits freischalten. Aber die Credits kriegt man halt auch pro Levelaufstieg. Oder sogar pro Multiplayer-Match, ich bin mir gar nicht sicher. Und ja, so viel gibt es hier, so visuell, Customization oder was auch immer, es gibt es noch nicht in der Beta. Also da wird es noch viel mehr geben, aber es ist halt alles noch nicht in der Beta verfügbar. Ja, hier, ihr seht, sowas ist auch noch nicht verfügbar. Stats sind auch noch nicht verfügbar. Nur die Settings sind verfügbar, da kann man ein bisschen was einstellen, in den Controls, im Gameplay und so weiter. Die Credits sind auch noch nicht verfügbar. EA-Account kann man halt noch seine Settings einstellen. Audio, Video, Settings und so weiter. Wie man es halt kennt. Und ja. Übrigens, in der ersten Folge zeige ich euch jetzt erstmal alles und dann spielen wir die erste Mission. Ja, aber in den nächsten Folgen werde ich dann natürlich logischerweise nichts mehr erklären. Ja. Hier oben sehen wir erstmal unser Account. Dann können wir hier einen Partner auswählen oder Freunde zu einer Party einladen. Das mit dem Partner habe ich immer noch nicht genau gecheckt, aber Freunde in die Party einladen ist logisch. Das mit dem Partner immer noch nicht. Vielleicht ist das mit diesem Co-op, dass man dann direkt schon einen Partner hat. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann man hier halt die Mission entweder alleine spielen oder im Co-op. Ich weiß nicht, ob es noch einen richtigen Story-Modus gibt, vielleicht hier. Ja, aber wenn wir jetzt hier mal auf Missions gegangen sind, hier sehen wir Training, kann man logischerweise, denke ich, mal trainieren. Und hier Battles. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwo ein Story-Modus ist oder ob es hier überhaupt gar keinen gibt. Ja, und dann hier Survival, also das können wir halt beides noch nicht auswählen. Und hier Survival ist halt, ja, sind halt so Wellen im Prinzip. Da kommen halt so 6 Wellen in der ersten Mission, die man halt bekämpfen muss. Auch mit dem Bossgegner und so weiter. Also ja, das ist halt so Survival. Und ja, hier gibt es halt auch nochmal verschiedene Missionen. Die sind jetzt alle noch nicht in der Beta auswählbar, außer diese hier halt. Und ja, also so viel dazu, es gibt halt vieles noch nicht in der Beta. Ich denke, es werden auch noch ein paar mehr Missionen dazu kommen, aber ich bin mir nicht sicher. Weil ich denke nicht, dass es hier nur 4 geben wird, aber vielleicht ist es so, ich weiß nicht. Aber trotzdem soll das Spiel recht umfangreich sein. Ja, also das hier ist alles noch nicht auswählbar, wir können aber das hier wählen. Ja, wählen wir es mal aus. Und ja, hier können wir jetzt zwischen Singleplayer und Partner Online-Koop wählen. Und ich wähle jetzt erstmal Singleplayer aus, weil Koop ist jetzt auch nicht so wichtig. Das muss ich auch nicht in diesem Mini-Let's Play unbedingt zeigen. Ist halt logisch, was das ist, Mann. Kämpft halt anstatt alleine zu zweit, also ist, denke ich, das gleiche, das muss ich jetzt hier nochmal extra zeigen. Ja, gehen wir mal rein in Singleplayer und ja, dann werden wir hier schon von einem schönen Ladescreen, ja, empfangen. Ja, ich denke, das ist ganz nett designt auch, also passt auch perfekt eigentlich. Man sieht schon, dass es ein neues Spiel ist und dass da gut Arbeit reingesteckt wurde. Ja, ich denke, ich werde es mir auch holen, aber noch nicht direkt nach Release, weil, ja, Geld und so. Aber ich werde es mir irgendwann mal, denke ich mal, holen. Und dann, vielleicht kommt dann auch noch so ein kleines Let's Play. Oder zumindest zwischendurch ein paar Videos. Ich weiß nicht. Ist mal eine Abwechslung auf meinem Kanal. Und ja. Ja, jetzt können wir hier entweder direkt starten. Oder wir können ja auch die Blasters auswählen. Wir haben jetzt irgendwie alle Blasters zur Verfügung bei dieser Mission. Frag mich nicht, warum. Ich kann ja mal gucken, welcher so am besten ist. Blaster Rival. Raid on Fire. Ja, ich kann ja mal den auswählen. Ja, unter Hands, also in dieser Mission haben wir anscheinend alle, im Multiplayer-Match aber nicht. Ja, hier unter Hands kann man dann halt seine Star-Cards, die man freigeschaltet hat, ausrüsten.
beziehungsweise sehen. Ja, hier gibt es einmal primäre Hands und einmal Secondary Hands. Ja, die kann man auch nochmal auswählen, was man jetzt von denen will. Ich nehme jetzt einfach mal die primären. Und ja, also so ist es im Prinzip. Im Multiplayer muss man sich das alles freischalten. Hier hat man das aber irgendwie schon. Und ja, ich weiß auch nicht, wie es hinterher im fertigen Game aussehen wird. Ja, werde ich mir dann, denke ich mal, ansehen, wenn ich es mir dann irgendwann mal kaufe. Ja, klicken wir mal auf Start und dann geht's auch schon los. Ja, so im Prinzip wird man halt reingeschmissen. Ja, also logischerweise alles auf Englisch ohne Untertitel ist aber nicht so schlimm. Ich denke, vieles wird man davon schon verstehen, wenn man halbwegs gut Englisch kann. Und ja, ich bin jetzt nicht so gut in Shootern auf dem PC oder so, also erwarte jetzt nicht zu viel. Aber naja, ich werde mein Bestes geben und dann schauen wir mal. Wo sind die? An der, ne? Hey, what the fuck? Alles klar. Ist ein bisschen laut, der Sound. Ich mach mal eben kurz Pause und kann man hier das irgendwie einstellen? Kann man anscheinend nicht umstellen jetzt. Oder doch hier Settings. Audio. Mach ich dann doch lieber ein wenig leiser noch. So. Okay. Mal gucken. Ist aber immer noch recht laut. Egal. Ja, ich finde hier ist, oh Scheiße, jetzt habe ich es nicht richtig hingekriegt. Hier ist, Zielen eigentlich recht wichtig in dem Game, finde ich. Also, ich komme damit zumindest perfekt zurecht. Ja. Wenn euer Magazin leer ist. Okay, ich bin kurz ruhig. Ja, schön. Okay. Also, wenn euer Magazin leer ist, dann gibt es eine coole Sache, wie ihr nachladen könnt. Und zwar ist das so geregelt, dass ihr. Okay, jetzt habe ich es verkackt. Dass ihr im richtigen Moment R drücken müsst, dann lädt ihr schneller nach. Ich denke, aus vielen Minigames werdet ihr das Ganze kennen. Wenn dieser Pfeil auf dem gelben Punkt angekommen ist, müsst ihr einfach R drücken. Also richtiges Timing ist da gefragt, dann lädt ihr halt schnell nach. Wenn ihr es verkackt, dann dauert es etwas länger. Wenn ihr es gar nicht macht, dauert es halt auch etwas länger. Ja. Wir müssen jetzt diesen Claim da. Nach diesem Potter Claim. Also den Potter bekommen. Und ja, da laufen wir mal eben hin. Die anderen wollen es natürlich daran hindern, also die Imperialen. Und ja, dann müssen wir jetzt da hingehen und müssen nicht später verteidigen. Ja, wir sind hier halt im Kriegsgebiet ausgesetzt geworden. Oder halt abgestürzt, mehr oder weniger. Und ja. Müssen jetzt durch die Wellen kämpfen. Die Grafik ist gar nicht mehr. Oh, ich dachte, der wäre hier oben. Fuck. Jetzt habe ich es verkackt, Leute. Egal. Und ja, hier gibt es jetzt auch diese Star-Cards, die wir einsetzen können. Zum Beispiel hier gibt es einmal, wenn ich 1 drücke, habe ich halt so einen Granatenwerfer für kurze Zeit bekommen. Oder wenn ich 3 drücke, habe ich hier so einen Jetpack-Boost. Ja, diese Star-Cards schaltet man halt, in der Mission hat man die halt automatisch, diese Star-Cards. Und im Multiplayer muss man sich die halt erarbeiten, also halt freischalten. Und ich denke, ich werde jetzt verkacken. Ja, ich bin gerade schlecht. Als ich es privat angezockt habe, war ich besser. Mal gucken, ich hoffe, ich verkacke es nicht völlig. Weil irgendwie war das im Multiplayer anders. Oh Scheiße, da habe ich es auch verkackt. Oder ist er down? Ich weiß gar nicht, ob er down ist. Nee, der ist nicht down. Ich werde aber trotzdem jetzt wegrennen. Ich denke, ich werde jetzt verkacken, aber ich hoffe mal einfach nicht. Komm, 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 komm. Nein, wieder nicht getroffen. Ja, ich bin ziemlich schlecht gerade. So, aber ich habe den Pot geclaimed. Wo ist er? Gerade ziemlich schlecht. Wo ist er denn?
What the fuck, okay. Alles klar. Okay. Ah, fuck, da hab ich's verkackt. Nice, den haben wir aber jetzt. Ja, das war mega dumm von mir. Ich hab grad ziemlich verkackt. Aber ich denke, ich werde dann mit euch besser werden in diesem Mini-Let's Play. Ja, mal schauen. Ja, nächste Wave. Okay, ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht völlig. Das kann natürlich sein. Hier unten jetzt haben wir jetzt noch eine Dings freigeschaltet. So, es gibt nämlich auch so Power-Ups. Wir können jetzt, wie ihr seht, bei 4 so ein Power-Up einmalig einsetzen. Und ja. Oh, ich muss. Mein Aim ist gerade so scheiße. Ah fuck, ich hab's verkackt. Fuck, ich bin so schlecht. Wieder verkackt, oh Mann. Ich halte jetzt einfach eher schon im Dings gedrückt. Also halt schon so den Finger drauf. Ich bin gerade so scheiße. Leute, wundert euch nicht, wenn ich so scheiße spiele. Ich spiele das Spiel jetzt gerade zum zweiten Mal. Ja, also ich habe es nur kurz angespielt. Wundert euch nicht, also sorry dafür. Aber mir macht Spaß und das ist ja die Hauptsache eigentlich. Ja, okay. Troopers kommen. Welche Troopers habe ich jetzt nicht genau verstanden? Sturmtruppen? Ich weiß gar nicht. Wo sind... Ich sehe die kaum. Ah, jetzt sehe ich sie. Ah, wieder verkackt. Ich Idiot. Ich verkacke das immer. Ich denke mal, das ist ein ganz normales Shooter-Spiel, wo man ganz normal halt nachladen muss. Aber... Naja. Ah, wieder verkackt. Jetzt ist zu früh. Ich bin so dumm. Jetzt habe ich es geschafft. Ah, wieder verkackt. Weg. Fuck. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, weil das ist auch nicht gerade einfach. Oh, wieder verkackt. Also das Nachladen, das habe ich noch nicht richtig drauf. Weil ich denke immer, dass ich gar nicht das machen muss, weil ich halt zu sehr im Aim vertieft bin. Aber naja, ich bin noch nicht der beste Mitspieler, aber ich hoffe, das findet ihr nicht so schlimm. Ja, ich werde das jetzt auch erstmal ohne Musik machen, dieses Let's Play. Weil ich finde, hier ist der Sound am wichtigsten und da ist ohne Musik erstmal besser, finde ich. Nicht, weil ich zu faul bin oder so, sondern ich persönlich finde es halt. Und wir müssen, glaube ich, wieder den Pot claimen. Das wird jetzt nochmal eine extra schwierige. Das wird so eine scheiß schwierige Welle. Ich höre doch schon den Stampfer, oder wie der heißt. Ich habe den Namen vergessen. Und ja, ich habe jeden Star Wars Teil gesehen, Leute. Also, ja. Und ich liebe auch eigentlich Star Wars, aber ich habe es halt lange nicht mehr so gesehen. Und deswegen habe ich halt die Namen nicht immer drauf. Aber Stormtrooper habe ich natürlich drauf, Leute. Oh fuck. Bitte lass mich hier regen lassen. Nein, schade. Aber egal, wir können noch ein Life spenden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein oder zwei Leben haben.
Ich weiß nur, dass wir dumm spawnen und nicht bei dem Pod. Ja, jetzt müssen wir den reclaim. Oh fuck, 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 fuck. Jetzt haben wir ein dickes Problem. Jetzt haben wir ein dickes Problem, jetzt haben wir ein dickes Problem. Ja, den Pot haben wir. Fuck, 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 fuck. Wir haben ein dickes Problem. Wir haben ein dickes Problem, ein riesiges. Na, wieder verkackt. Jetzt könnte ich einfach eigentlich mal mein Power-Up einsetzen, das habe ich ganz vergessen. Oh scheiße, wir können das hier glaube ich nicht blazen. Oder? Doch. Und es hat gut Damage reingehauen. Wag jetzt nochmal ganz kurz weg. So, tschüss. Das... Nee. Fast down. Nice, den haben wir, okay. Ich denke, jetzt haben wir noch einen Feind. Und das ist der. Nice, okay. Puh, das war knapp. Leider haben wir den Pot verloren. Aber naja, 10 Minuten. Also ich habe mich jetzt ziemlich dumm angestellt. Ich habe vorher besser, aber egal. Denke, zum Zeigen hat es ja gereicht und es macht auch Spaß für mich und das ist ja, denke ich mal, die Hauptsache. Hey, sehen wir nochmal alle Stats, wir können nochmal spielen oder Exit, mache ich jetzt auch Exit. Ja, hier sehen wir nochmal Darth Vader. Und ja, also so ist das Spiel im Prinzip, also ich mag es auch und ja, ich habe euch jetzt erstmal am Anfang alles erklärt. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal, so, ja, hier unter Multiplayer können wir jetzt halt, haben wir die aus dazwischen zwei Modi, die werde ich euch dann in den kommenden Let's Plays vorstellen. Einmal Drop Zone, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie halt das, ich verstehe deinen Modus nicht so, nicht weil ich das, die Wörter jetzt nicht verstehe, sondern ich verstehe ihn halt einfach nicht. Ja, und dann hier Walker Assault, ja, da Battle Over the Massive in the Moment, ja. Ja, das ist so ein Defend, Attack and Defend Game. Ja, und das ist übrigens auf Hoth, also meine Lieblingsmap persönlich. Und das hier ist halt, glaube ich, auf der Map, wo ich gerade die Mission gespielt habe. Aber ich weiß nicht, es kann auch sein, dass es noch eine andere ist. Und ja, insofern im Prinzip dazu die zwei Modi gibt's. Es gibt natürlich hier noch viel mehr Modi. Und ich denke auch noch im weiterführenden Spiel später auch noch viel mehr Maps. Aber naja, die können wir halt erst in der Beta anspielen. Das heißt, die werde ich euch in den folgenden zwei Parts vorstellen. Ja, sonst gibt es ja eigentlich auch gar nichts mehr in der Beta. Natürlich kann man noch Koop spielen, aber das ist dann ja eh nur die gleiche Mission, bloß halt mit einem anderen Typen. Deswegen finde ich das jetzt nicht als relevant zu zeigen. Und ja, war jetzt nicht so die beste Art, wie ich mich jetzt angestellt habe, aber ich habe es geschafft und das ist die Hauptsache. Ja, hoffe ich hat der Part gefallen und ja, ist was anderes auf meinem Kanal. Morgen kommt da, denke ich mal, wieder Minecraft und übermorgen wieder Star Wars. Keine Ahnung, ich werde es mir mal überlegen, wie ich das Ganze mache. Und ja, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.